Hoi, Chummers und Chipperts, hier ist wieder euer Fuchs mit einer neuen Folge von Shadowrun Dragonfall. Und wir sind mittlerweile bei Folge 10 angelangt, wenn ich richtig gezählt habe. Wir haben jetzt gerade einen kleinen Run abgeschlossen. Da sollten wir einen Rigger, der gefangen genommen worden ist, ein bisschen, ja, sagen wir, wie es ist, auf Eis legen. Wir hatten ein bisschen Sorge, weil er aussah wie ein Shadowrunner und die eigenen Leute bringt man ja nicht so gerne um. Tja, was soll ich sagen? Dann sind wir weitergelaufen. Stellte sich heraus, er war der verrückte Typ, der diese ganzen Menschenexperimente da mit seinen Rigging-Drones etc. durchgeführt hat. Und dann kamen auch noch die Leute von unserem Herrn Fuchs, die uns überwachen sollten, ob wir das tatsächlich auch ausgeführt haben, unseren Auftrag. Tja, zum Glück hatten wir das Straßenwissen Shadowrunner und konnten der Sache nochmal schnell ein Ende machen. Denn sonst hätten wir tatsächlich auf ziemlich viel Geld verzichten müssen. Jetzt sind wir wieder zurück in die U-Bahn. Mit einem Mal erreicht uns ein Anruf. Continue. Nuyen, cool. Okay. Tja, da bleibt er stehen. Warum? The whole station lost power. Okay. Fuse. Eine Fuse Box. Was ist hier los? Cool, alles klar. Da haben wir die Sicherung mitgenommen. Tja, was machen wir denn hier? Tja Leute, was soll ich sagen? Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass das hier eine Falle ist. Aber das ist ja auch relativ wahrscheinlich, ne? Okay. Können wir verkaufen. Tja. Da konnten wir nichts einstellen. Ah ja, hallo. Ja. Cool.
Ja, alles klar. So, Mist. Ja, trotzdem Mist. Nochmal Mist. Die zwei sind durch. Schade. Dann müssten die Drohnen jetzt auch ausfallen für eine Runde. Genau. Denn die Drohnen können ja nicht gesteuert werden, wenn die. Daneben. Zack. Und nochmal das Ganze. Das ist natürlich sehr cool für die und sehr schlecht für uns. Aha, gut. Wir brauchen einen Feuerelementar. Ja, wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, die haben es ausschließlich auf Fox abgesehen. Den können wir nochmal ordentlich auspolstern. Schade. Sehr gut. Encrypted PDA. Okay. Geht's auch direkt weiter. Wieso kann ich da wohl nicht hinklicken hier? Ach, dann steht da wahrscheinlich einer. Na gut. Na komm, sehr gut.
Okay. Ja, sehr gut. Sehr gut. Daneben. Na gut. Da wieder so einen guten Ausweichenwert, ja? Ja, sehr gut. Der gehorcht aber prima. Hat er ausgelacht hier gleich. Ja, ich hätte vielleicht den Bleeding Stack ausprobieren können, denn das kann sie ja, wenn erstmal ein Bleeding Schaden da ist, mit einer anderen Attacke dann den Stack Schaden hoch bröckeln. So, das haben wir gemacht. Tja, das haben wir überlebt. Das ist doch auch schon mal was, dass wir das überlebt haben. Alles klar. Ja, retract the bridge. So, und wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, müssten wir jetzt weiterfahren können. Ja. Alles klar. So läuft der Hase doch. Gut, wir haben also dieses PDA gefunden. Das werden wir jetzt mal an den Paul Emsel weitergeben. Und auf jeden Fall auch ein bisschen Payment claimen. Denn wir haben ja den guten. Ah, und Karma haben wir bekommen, das habe ich ja schon gehört. 8 Karma, sehr gut. Das geht direkt, 12 Karma sogar, cool. Das geht direkte Mengen in die Intelligence rein. So, und dann warten wir nur ganz kurz und können wahrscheinlich sogar schon S-Klasse wählen. Was wir dann auch direkt machen werden. So. Ja. Können wir die schon kaufen, die S-Klasse eigentlich? Wäre ja ganz schick. Geht aber noch nicht. Gut.
Wahrscheinlich muss man das erst auswählen können, bis man das dann kaufen kann oder so. Ich weiß es nicht, nee. Nee, es wird wahrscheinlich wieder freigeschaltet. Immerhin gilt das ja auch für die Waffen. Oh, da ist wieder Dante. Hallo Dante. Ja, und streicheln. Sehr gut. Und zum Mission Computer. Und Payment Claimen. Open Jobs Directory, ja. Sehr gut. Alles klar, Inbox. Another recovered. Okay. Ja, dann haben wir wieder stundenlanges. Jaina. Ach, guck mal. Das ist doch hier unsere. Die Kleine. Die keine Ahnung hatte. Und dann doch ganz nützlich war. Mhm. Ach, die Arme. Tja, okay. Ja, die alten Messages müssen wir nicht nochmal lesen, das wissen wir ja noch. Open Jobs Directory. Können wir mal gucken. Ja, alles klar. In anderen Worten ist das eigentlich alles gut. Wir gucken mal gerade in die... Da, genau. Das können wir nämlich schon mal posten. Sehr gut. Alles klar. So, hier haben wir jede Menge Zeug zu tun. Können mal gucken, ob Glory da schon mal reden kann, denn da gab es ja was. Okay, dann was will sie denn erzählen? Den Euro kriegen. Hui. Okay, das war eine ziemlich... Aha. Ja, alles klar. Okay. Die Eiger Nordwand da. Ja, tun wir das mal hier. Unserem guten Amselchen. Er hat das schon erwartet. Aha.
Ach. Ach, den kennen wir doch. Na. Ja. Radiation, sein Strahlungsopfer. Oh, okay. Okay, also ein Saarländer. SOX ist ja Saarland. Frankreich hat sämtliche, eigentlich ganz klug, ja bis heute, also ein Großteil seiner Atomkraftwerke an der Ostgrenze stehen. Dann kamen die Wirren der Zeit, die dann zu der heutigen Form der Welt geführt haben. Und dann war man mit einem Mal dabei, dass diese Atomkraftwerke an der Ostgrenze Frankreichs hochgingen und das Saarland bekam den sauren Regen ab. Habe ich euch das nicht schon mal erzählt? Ich glaube schon. Kommt mir gerade so vor, als hätte ich das schon mal gesagt. Okay. Gut, und wir müssen Alice, das ist ja diese Computerdame, möglichst schnell finden. Und möglichst schnell bezahlen können. Tja, gucken wir uns das mal an. 2042. Es ist halt auch sehr, sehr verworren an diesen vielen, vielen Stellen weiterzudenken jeweils, das alles noch offen zu halten. Ja, wir erfahren jetzt etwas über seinen Bruder, diesen Adrian. Das haben wir vorhin schon mal, also in einer der vorherigen Folgen schon mal gehört. Es ist alles gar nicht so einfach. Zelda Krupp. Aha. Okay.
Ja, da ist halt kein Mensch unersetzbar. Das ist nun mal so. Die ist corrupted. Fast freut man sich ja, wenn man weiß, dass es gleich weitergeht. Ja, habe ich nicht gesagt. Aha, okay. Und. Okay, das heißt, der Harding hat ihn dann auch direkt ersetzt, der ihm diese Nachricht vom Aufsichtsrat mitgeteilt hat. Ist natürlich ganz praktisch. Kann man sich fragen, ob da nicht Kleinigkeiten zusammengearbeitet haben. Viele kleine Räder. Um dann da hinzukommen. Naja. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Fünf, das stimmt. Wir müssen ja hier auch Malit. Die gute Malit hat immer noch nichts für uns, ne? Nee, das ist auch alles prima. An sich alles prima. Die können wir mal weg abgeben. Tja, das Hyper können wir auch raushauen. Brauchen wir nicht. So, okay. Und ich möchte gerne mit der Frau Müller sprechen, die uns so wahnsinnig viel Geld versprochen hat. Wenn wir da was für sie tun. Schauen wir mal rein. Da ist Frau Müller auch schon. Aztlán ist ja Südamerika. Und zugleich ist Aztlan auch ein Drache und eine Corporation Aztec oder Ascorp? Ich weiß es nicht so genau. Ja, schade. Jetzt das erste Mal, dass unser Konzernwissen von früher uns helfen können, aber da waren wir halt nicht mehr so lange da. Es schneit sogar, Leute. Bloodline, catchy. Blood Magic, okay. Cool, Street Children are rounded up in blood like lambs. Ja. Ausbluten lassen, sehr schön. Oh, okay. Tja, das ist natürlich die einfachste Variante, ne? Das ganze Gebäude hochgehen lassen. Wieso hat sie eigentlich hier so ein interessantes Kleid an und hier irgendwie nicht? Schade.
Na toll, okay. Okay, und dann zurück zu Amselchen, zum Emselchen. Was ist eigentlich Emselchen? Amselchen? Keine Ahnung. So. Könnte jemand mal. So, Okay. Das heißt, über OTK gehen wir dann da rein, ja? Sehr gut. Das machen wir so. Alles klar. Gut, da haben wir ein paar Sachen zu erledigen, aber ich würde sagen, diese Nummer ist auch tatsächlich relativ groß, weswegen wir besser mal auf eine andere Ebene zuerst gehen und dann mal gucken. Vielleicht können wir hier mal gerade sehen, was wir hier Neues, ob wir da was Neues kriegen an Klamotten. Ja, okay, aber ich habe im Moment keine. Na, ich könnte höchstens die nehmen. Nee, dann sind wir da tatsächlich im Moment noch nicht so richtig dabei. Gucken mal kurz rein. Also. AG Chemie. Otica International. Optional, take the U-Bahn to Adenauerplatz. Vielleicht fangen wir mal mit dieser kleinen Quest an. Von dem guten Escabel. Ist doch die von Dr. Escobar, ne? Ich glaube. Ja, genau, das machen wir mal zuerst. Das ist, glaube ich, das Einfachste. Und dann haben wir auch noch ein bisschen Training bekommen. Denn Training ist gut, Leute. Wir brauchen Training. Training ist gut. So. Und zwar Training in Hinsicht darauf, dass wir auch noch Karma-Punkte kriegen, die für den großen Job da, glaube ich, noch von erforder glaube ich, noch erforderlich sind. So, alles klar. So, alles klar. Da haben wir Klamotten dabei. Der ist voll, der ist nicht voll, der kriegt aber ein bisschen was mit. Aha. Ja, alles klar, das ist doch prima. Gut. So, das ist mal Gain Entry into the Lab.
Das scheint ja wirklich eine kleine Nummer hier zu sein. Ja, Adenauer Platz in Berlin. Okay. Gut. Das ist sehr viel Zeug hier, was hier so rumsteht. Das sieht doch fast so aus, als würde hier später ein Kampf stattfinden. Ist immer verräterisch, wenn so viele Möglichkeiten da sind, um sich zu verstecken. Also in Deckung zu gehen, so viel Deckung. So. Tja, mit denen kann man nicht sprechen. Finde ich auch tatsächlich gar nicht falsch, dass das mal nicht möglich ist, damit zu sprechen, denn die. Man hat ja auch nicht immer mit allen. So, dann geh mal da rein. Alles klar. Aha. Eine Verbindung nicht möglich für uns. So, alles klar. Das heißt, hier müssen wir was umstecken bzw. umgehen, weil hier Datenpakete im Wege sind. Okay. Das machen wir auch jetzt erstmal. So, was ist hier los? Okay, das heißt, wir sind von da oben gekommen. Alles klar. Das ist anscheinend ein Umweg, der uns aber vielleicht helfen wird. Gut, dann nehmen wir den Blaster und rappötteln den da oben hin. Das war zwar daneben, aber trotzdem getroffen. So, alles klar.
Das war die Front Door. Den haben wir gekriegt. So, die Vordertür ist offen. Na dann, hinein. So, okay. Observation Terminal. Animal Testing, Tierversuche. Hellhounds. Oh, das scheinen ja magische Kritter zu sein. Mhm. Magical Peace, okay. Mhm. Na, erstmal eine Ebene fertig machen, bevor wir hier direkt in die zweite runtergehen. Scientific Terminal. Organwachstum. Subject named Billy. Okay, interessant. So, Clearance A und B. Ja, das ist also alles ein bisschen Clearance A und B hier. Was ist hier los? Kommt er da rein? Ja, da kommt er rein. Hui. Okay. Wundere mich nur gerade, dass hier... Okay, das sind... Automatisch. Ja, alles klar. Naja gut, dann ist das halt so. Dann machen wir auch mal automatisch. So, einmal. Rapöttel. Und Rapum. So. Und dann haben wir... Einmal das hier. Und ja. Ist die Frage, ne? Mache ich das schon direkt so? Auf die harte Tour? Schön.
Oh, okay. Da kann ich also schon mal hinziehen. Sehr gut. Gehen wir auf den Kleinen da. Daneben. Gut. Tja. So. So, okay. Game saved. Aha. Aha. Da haben wir Spiel gesichert. 48. Ein kleiner Cradstick. Okay. Huch. Aha. My domain? Peasantry? Ritterkönig von Ritterkönig? Oh, der hat einen Knall. Aha. Okay. Der hat einen Knall, der Junge. Ist die Frage, warum? Okay, hier sind noch jede Menge anderer Drohnen. Surveillance Terminal. Gucken wir uns das mal gerade an. Okay. Das heißt, der dröhnt sich den ganzen Tag mit irgendwelchen slowakischen Fantasy-Serien voll. Oh. Okay. Phil heißt er also. Aber wenn man zu lange nur drinnen bleibt, dann dreht man halt durch. Das ist das, was wir hier raus lernen anscheinend. Okay. Malnutrition. Okay, der war also immer ein bisschen strange drauf. Mhm.
Das heißt, dieser Basilisk hat die... Oh, wie schön, die Musik im Hintergrund. Dieser Basilisk hat die also dort in Schach gehalten, ja? Sozusagen. Oh je, das ist tatsächlich ganz hohes Fernsehunterhaltungsniveau. Heißt, er ist schon langsam ein bisschen bekloppt geworden. Ja, man sieht es auch schon so ein bisschen ihm an. Alles klar. Ja, ja, alles klar. Okay. Ja, komm, wir gucken uns das auch noch von heute an. Er tanzt mit einer Security Drone. Okay. Ja, und die Peasants haben wir gerade ausgenockt. Das sieht aus wie Serverräume. Da ist nichts mehr. Okay, was ist hier? Geht's auch runter. Was ist denn da unten? Vorne war ja auch noch was, wo man runtergehen konnte. Insofern, aha, okay, das ist dieses Clearance B-Panel. Okay, das scheint mir doch das zu sein, wo wir vorhin hätten runtergehen können. Hier ist nichts mehr. Ne, hier war das. Oder? Und da drunter, ja, das könnte sein. Ja, hier können wir was anfassen. Was aufnehmen. Ist nicht viel, aber ein bisschen, okay. Gehen wir hier mal hoch. Ist das das, wo wir waren? Ja, das ist das, wo wir waren. Ja, alles klar, dann gucken wir doch mal. Für und von. Dann geht's hier mal runter. Climb down. Zack, sind wir da unten drin. Gucken uns den Safe an. Was ist da drin? Okay, cool. Ein Auto-Injektor. Gut, dann müssen wir hier auf jeden Fall raus. Und gehen dann hier runter. Ich glaube, wir gehen hier runter. Laufen dann hier hoch. Und kommen dort dann auch in die... in den Bereich rein, in den wir eigentlich rein wollen. Okay. Gerade einen kleinen Quicksave gemacht. Okay. Da ist der weiße Basilisk und die Höllenhunde, von denen vorhin noch die Rede war. Gut, wir rennen mal da hoch. Und dann nehmen wir das hier. Ja, Billy ist da unten. Alles klar. Gut, 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 gut. Tja. Nee.
wobei er Billy am besten treffen kann, dann sollte er das auch mal tun. Ja, denn ich vermute, Billy ist derjenige, der am meisten Aua macht. Okay, da haben wir schon mal ein erstes Ziel, das ist ja ganz gut. Ja, minus ein Attackpunkt ist noch nicht so schlimm, aber der Rest ist natürlich nicht so cool. So, also auf Billy drauf, auf Billy drauf, auf Billy drauf. Ritzel daneben. Ei. Okay. So, sehr gut. So, dann nehmen wir Billy auf. Executive Keycard. Alles klar.
Gut, ist hier oben noch was drin? Dann verschwinden wir nämlich mal schnell hier wieder. Das scheint mir nämlich eine ziemlich krasse Aktion hier zu sein, dieser komische Typ. So, dann geht das hier hoch. So, und bevor wir hier weitermachen, mache ich eine kurze Unterbrechung, damit das Video nicht zu lange wird. Wir sehen uns aber gleich sofort hier weiter. Bis gleich, Leute!